Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal lieber Kollege Markus Katschewesche, so solltest du ab jetzt heißen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zu deinen beiden Krücken G8, G9. Wichtig ist, dass man die flexibel einsetzen kann, damit du einen stabilen Stand hast, lieber Markus. Ansonsten lässt sich feststellen, es ist Murmeltiertag, schon wieder. Der Nachteil ist, ich bin nicht so unterhaltsam wie Bill Murray, aber die Opposition ist auch nicht so attraktiv wie Andy McDowell, von daher gleicht sich das aus. Aber es ist in der Tat das vierte Mal, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, nun mit dem Antrag der Piraten. Und es ist richtig, und darauf werden die beiden Redner der Opposition sicherlich gleich eingehen, dass wir in vielen der Punkte eine Übereinstimmung haben, denn für unsere Fraktion muss ich hier noch mal klarstellen, wir lehnen die Einführung einer Bargeldobergrenze, eine Bezahlobergrenze für Bargeld ab, weil wir sehen, dass in anderen europäischen Ländern es eine ziemliche Rutschbahn gab von dem Betrag, bei dem sie eingeführt wurde, bis hin zu dem jetzt geltenden Betrag. Wir haben in Europa Bargeldobergrenzen bereits ab 1.000 Euro und wir haben auch in Ländern, die jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie gegen Geldwäsche besonders konsequent vorgehen, Bezahlobergrenzen, die merkbar nichts an Kriminalität, an Delikten wie zum Beispiel Betrug oder aber auch Geldwäsche geändert haben. Und es hat auch nicht dazu geführt, dass Kriminalitätsraten nach unten gegangen sind. Wir glauben, dass bei allen Bemühungen, die auch diese Landesregierung, allen voran der Finanzminister, der jetzt in diesem Moment gerade dafür kämpft, dass wir eine vernünftige Erbschaftssteuerreform bekommen, wo ja man der Bundesregierung attestieren muss, dass sie alles dafür tun, dass es keine verfassungskonforme Erbschaftssteuer gibt, meine Damen und Herren von der Union. Der Finanzminister hat in einer Vielzahl von Maßnahmen konsequent gegen Steuervermeidung, gegen Steuerbetrug und auch gegen Geldwäsche Maßnahmen ergriffen, gemeinsam mit der Landesregierung. Wir sind da eines der vorbildlichsten Bundesländer. Aber wir glauben an dieser Stelle, dass diese Regelung zu weit geht, weil es sehr schnell in Grundbedürfnisse, in grundgesetzlich normierte Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger eingreift. Und, lieber Kollege Weske, bei allem Unterhaltungswert der Ausführung muss man tatsächlich sagen, dass es nicht spaßig ist und dass viele von uns, die sich auch als aufgeklärte Verbraucherinnen und Verbraucher begreifen, im Zweifel gar nicht wissen, was ist über mich alles gespeichert. Stimmt es, dass beispielsweise ich als Sparkassenkunde ein Profil habe, die Sparkasse anhand meiner Kontobewegung angelegt hat und dass sie aus diesem Profil Informationen über meine Kreditwürdigkeit speichert? Stimmt es, dass zum Beispiel bei Bezahlvorgängen bei kleineren Beträgen mein Scoringwert bei der Schufa oder bei anderen Auskunftsteilen sinkt? Wir haben zusammen mit den Verbraucherzentralen und allen voran dem Chef der Bundeszentrale für Verbraucherschutz, Klaus Müller, der in einem sehr viel zitierten Aufsatz in der Rheinischen Post 10 Gründe dargelegt hat, warum man bei dieser Einführung der Bezahlobergrenze vorsichtig sein sollte. Wir haben eine große Schnittmenge, weil wir glauben, hier schütten wir das Kind mit dem Bade aus. Und wir sind da sehr vorsichtig, meine Damen und Herren. Wir haben allerdings erlebt, auch hier in der Anhörung, dass die Bezahlobergrenze mit allen Risiken, die wir trotzdem ablegen, immer wieder gleichgesetzt wird mit den sogenannten War on Cash, also mit dem Krieg gegen das Bargeld. Und da müssen wir wirklich sagen, dass einige der Stellungnahmen dann doch so weitgehend waren, dass wir da nicht mitgehen. Dennoch bleibt für uns Grüne als Fraktion und auch als Partei, sind Verbraucherschutz, sind informationelle Selbstbestimmung hohe Güter. Und wir sollten nicht nur vorsichtig sein, sondern wir sollten den Anfängen wehren, dass man Instrumente einführt, die letztendlich dazu führen, dass jeder Schritt überwachbar, nachverfolgbar, retrograd erforschbar ist. Denn es ist nicht nur bei Lebensversicherungen so, dass bereits jetzt eine Datensammelwut herrscht. Es ist auch bei den Krankenkassen so. Ich bin mir sicher, dass Ihr Unfall, Herr Kollege Weske, nicht nur gespeichert ist, sondern dass in 20, 25 Jahren immer noch alle Details über Ihre Nacherkrankungen und möglichste Folgen, die sich daraus ergeben, gespeichert sind. Und was wissen Sie davon, was Ihre Krankenkasse davon weiß? Und warum sollen wir jetzt in einem Bereich, wo es noch anonym möglich ist, Bargeld einzusetzen und dann eben nicht
vollkommen überwacht zu werden. Warum sollten wir jetzt in diesem Bereich, wo wir aus anderen europäischen Ländern wissen, dass es vollkommen nutzlos, vollkommen wirkungslos ist, ein Instrument einführen, wo wir Gefahr laufen, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, wo wir Gefahr laufen, dass wir in einer noch größeren Überwachung enden als ohnehin schon. Deswegen können wir dem Antrag leider nicht zustimmen, aber wir haben inhaltliche Schnittmengen mit der Opposition. Das haben wir hier auch schon viermal deutlich gemacht und tun das auch jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege